Hey, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Party 3. Im letzten Mal haben wir es endlich hinbekommen, dass ich 0 Münzen habe. Endlich. Hey, du gehst mal auf den Sack, Luigi, mit deiner Kaktus-Autschwerei da, wie ich das nennen soll. Hast du eh kein Geld? Also verpiss dich von hier. Ja, ist sogar der Richtige. So, mal schauen, was sie macht. Gar nichts, okay. Oder doch Geld bezahlen, das tut sie. Aber ich sollte mal aufschreiben, dass der erste Part 27 Minuten geht. Das wäre eine Maßnahme. Ja. Wenn der Kugelschreiber schreiben würde. Also, ihr verdient noch 3 Münzen. Ordnung ist das halbe Leben. Gibt's bei mir. Gibt's bei mir. Gibt's bei mir nicht! So. So, wir benutzen das Bowser-Handy. Und wählen uns selber. Weil ich ja kein Geld habe. Deswegen wollte ich im letzten Mal auch kein Geld haben. Weil ich ja arm bin. Ich bin ja armer Schlucker und das kann Bowser nicht ausgehen. Danke, 30. Danke. So, Bowser-Handy sinnvoll eingesetzt. Und Stern bekommen. So, 2 taktische Items mal taktisch ausgenutzt. Oder ausgereizt. So wie es jetzt sich gehört. Okay, dort oben. Und dort unten. So, 5 Felder habe ich noch. Wer kommt? Toadi. Kaufe ich meinen Skelettschlüssel mal. Ja, auch ich kaufe meinen Skelettschlüssel. So, das Minigame müssen wir gewinnen. Wassermarsch, wenn ich schreien darf, ist das gut. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Wassermarsch, olé. Jawohl. Ich glaube, das ist immer so. Kann das sein? Flamme kommt gar nicht mehr hinterher, ey. Boah, der Fackler kommt gar nicht mehr hinterher. 14 zu 13, yes, gewonnen! Wie gesagt, das mussten wir gewinnen. Daisy hat genug Geld, sehe ich gerade. Okay. Aber das geht noch, das geht alles noch. Das heißt noch im Rahmen des Möglichen. So, Luigi. Der kauft sich was. Und zwar ein Skelettschlüssel, genauso wie ich. Und er freut sich noch darüber. Der kauft sich immer einen Skelettschlüssel, immer. Er liebt dieses Item. So, mal schauen, was jetzt passiert mit dem Giftpilz. Immer noch nichts, okay. Sie geht nach oben. Okay, das ist der falsche. Das heißt, unten ist der richtige. Ich denke mal, man hat das hier so eingefügt wegen Fata Morgana und Wüste. Das passt nämlich so. Daran hinter wird wohl die Idee... stammen. Dass man vom Baby Bowser Warp Blocks bekommen, ist eigentlich so ein bisschen hirnrissig, weil man kann ihn ja eigentlich nur von Toad kaufen. Den Warp Block. Okay, ja, warum will irgendwie nach unten kommen? Und da ist ihm wohl jedes Mittel recht, auch mal vom Kaktus gestochen zu werden. Ja. Ja, wir können natürlich schon Fragezeichenfelder sammeln. Das werden wir auch jetzt schon machen. Und dann werden wir natürlich zur anderen Seite hingeportet. Und dann werde ich ja gleich sehen, was Luigi macht. Und dann kann ich wieder kontern. Jetzt muss ich aber erstmal dieses Minigame gewinnen. Okay, Portable-Effekt ist natürlich nicht das 100%ige Game. Wickler, okay, das geht ja noch. Das sind 40 Punkte. Da sollten 30, 31 auf jeden Fall drin sein. Nach der Mütze kommt das Richtige. Das sollte ich gewonnen haben. Ah, ne. Daisy ist ja komplett richtig. Ach, Mann, das gibt's doch echt nicht, ey. Ich brauchte das Geld. Daisy. Du bist so eine falsche Schlange.
Luigi die 10. Was bringt uns das? Er geht raus aus dem Zirkus. Ah, oh, er möchte zu Buhu. Ja, oh nein. Und Chance im Feld auslösen. Ah, nee, gar nicht wahr. Du glaubst bestimmt von mir. Ich wünsche mir noch mal ein Bowser-Handy. Weil du bist so eine fiese Schlange, ey. Ganz ehrlich, Luigi. Ja, war klar, 18. Obwohl, wenn ich die richtige Zeit habe, kann ich aufs Bowser-Feld kommen. Ich glaube, mit der 9 war das, oder? Bin mir jetzt da aber nicht sicher. Chance-Time. Nein, zum Glück nicht. Baby Bowser. Nein. Der spart sein Geld, Baby Bowser. Den brauchst du gar nicht nach dem Item fragen. Okay, eine 3. Ja, ich brauche wieder Geld. Chaos Kabuff. Also irgendwie gefällt mir mein Schreibtisch nicht. Das geht ja mal gar nicht. So, ich bin bereit zum Abkassieren. Okay, okay. Luigi? Da kommt die, da kommt der Sound, wollte ich gerade sagen, der stimmt gar nicht. Also, Luigi. D ist das Donkey Kong Zeichen. Dann kommt das Yoshi Ei. Dann kommt P für Pilz. W für Wario. Hallo, nimmst du die mal? Dann M und dann noch die Krone zum Schluss. Ihr habt nichts gesehen. Nein, natürlich habt ihr das gesehen durch die Facecam. 10 Punkte. Souverän. Wer macht denn das nicht hier mit aufschreiben? Ja, wahrscheinlich. Aber ich brauche Geld. Von daher, Ausnahme steht gegen die Regel. So. Und der würfelt aber jetzt schon 2 Zehner, ey. Das war aber knapp vor Chance Time, ey. Ja, super, ey. Ich habe aber kein Geld. Ich habe kein Geld, ich möchte da nicht hin. Gut, den Part werde ich jetzt auf jeden Fall kürzer halten. Ja, super. Und jetzt? Ja, wechseln wir wieder die Seite, Daisy. Ist das nicht schön? Ich find's schön. So sammelt man Fragezeichenfelder. So, okay, wir haben 4-Player-Minigame. Wolkengefecht, naja. Also die Minispiele, die laufen momentan nicht so nach Plan. Und zwar absolut nicht. Ach ja, ich fahre jetzt hier gerne rein. Ich fliege jetzt besser gesagt hier rein. Oh, fast in die... Glück gehabt. Wario ist weg. Okay, jetzt muss ich nur verwalten eigentlich. Oder auch nicht. Luigi ist auch weg. Ich will nur noch Daisy. Und der sitzt nicht. Was, er hat mich getroffen? Die ist hinter mir, die Schlange. Ja, der kommt zu spät. Mann! Der hat sie mich einmal getroffen. Das war halt, ja, das Pech. Deswegen kriegt keiner Geld, ey. Deswegen kriegt keiner Geld. So, Luigi. Ja, du kaufst dir definitiv was, ey. Ja, du Arsch. Mit welchem Recht eigentlich? Setz doch mein Item ein, ey. Na super, wir gehen wieder nach unten. Oh, ich kann nicht hin, ey. Ich will oben bleiben. Nein! Ich habe eh kein Geld. Ich habe schon 2 Sterne, sehe ich gerade. Okay.
Habe ich schon zwei Scan? Ja, stimmt. Einen mit der Lampe durch cleveres Taktieren und ja, schade. Ich habe leider kein Geld. Und die andere mit, was war das nochmal? Mit dem Handy, genau, mit dem Handy. Requisitenrad. Also, heute ist ja Mini-Games, die gehen ja mal gar nicht. Okay, wir dürfen uns wieder mal verstecken. Start! Oh, ich gehe hinterm Haus. Ich brauche ein Haus. Yoshi ist arm. Drückst du mal was? Baum, okay. Bavavario? Ich bleib weiterhin hinterm Haus. Yoshi braucht ein Haus, ja. Immobilie gesucht. Einwohner Yoshi. Gast Luigi. Okay, ich bin noch drin. Ja, super. 50-50 Chance. Ja, man war ja schon zweimal hinterm Haus. Man würde mich ein drittes Mal nicht vermuten, aber doch. Aber gerade doch. Yes! Sieg! Ja, also Immobilie gefunden für Yoshi. Geil, oder? Tja, Daisy hat Pech gehabt. Hast du richtig Pech gehabt. Ich mache aber auch alle reich hier gerade, ey. 37, 36, 37. Jetzt kommt der mit seiner scheiß Zauberlampe um die Ecke. Genau. Du hast gerufen, Meister. Ich werde dich zum Stern teleportieren. Und dann ein Tribut fordern. Und zwar dich. Das war eigentlich sinnlos, der war eh in der Nähe. Ja, schön für dich. Was hast du bisher so Glück gehabt, ey? 27 Münzen von dem Ereignisblock noch ab, dann bist du richtig dabei. Jetzt kommt halt die Frage, wer ist der Echte? Okay, er dreht. Okay, oh Gott. Wir sollen die Seite tauschen. Wie gesagt, es ist halt die Frage, wer ist der Echte, wer ist nicht der Echte? Guck, ob er der Echte ist. Nein, okay. Ja, der Scan war nur eine Attrappe. Pech. Na, will sie die Bank sprengen? Ja, aber das glaube ich doch, da ist was drin, okay. 5 Münzen oder was? Ja, sauber. Hat sich ja voll gelohnt, ey. Das hat sich ja gelohnt. Ach, Wario will auch noch nach oben. Schön ist es da oben, glaube ich. Eine 5, das ist Kampf-Minigame, okay. Bis auf Luigi können alle blechen. So, ich bin gespannt, jetzt komm, mach das neue Kampf-Minigame. Ich will es endlich hinter mir haben. Kartenqual, nein! Oh Mann, ey. Ja. Die Qual des Richtigen, ey. Da gibt es leider kein Muster, das ist einfach nur Zufall. Das ist einfach nur Zufall. Einfach nur animiert worden. Warte mal, hat die ganz unterste doch wieder nach oben getan. Ja, so sah es ja aus. Dann müsste es ja eigentlich ein Toad sein. Logisch, oder? Weil die Bosse hat er nach oben geschoben. So, Wario ist raus aus dem Geschäft. Ja, stimmt, da muss ich da auch ein Toad sein müssen. Und der Rest hat jemand dann auch aufgenommen, ne? Da müsste da eigentlich auch noch ein Toad liegen. Oh Gott, 3 Bosses sind noch drin, 2 Buhus sind noch drin. Also das ist so ein bisschen meine Rettung. Die ich habe. Yes! Ein Toad ist noch drin, 3 Babybosses sind noch drin und 2 Buhus sind drin. Also 50-50 Chance. Super. Also die 100%ige Garantie gibt es jetzt nicht mehr. Boah, hast du ein Glück, ey. Nur vielleicht werde ich letzter. Ne, ich bin erst super.
Yes! Oh Gott, nein! Ich kann nicht hinsehen. Ich werde Zweiter. Der wenigstens eingezahlt hat, der gewinnt, ey. Ist das nicht eine Unverschämtheit? Was passiert eigentlich, wenn man gar nichts macht? Ich habe das noch nie ausprobiert. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Er deckt dann irgendeine Karte wahrscheinlich auf. Es war ja egal, rechts oder links. Aber ich denke, er deckt dann immer eine Niete auf. Aber Daisy kriegt die Trostmünze. Aber ich hatte auch Glück mit dem Buhu da echt gehabt, ey. Es hätte auch echt schief laufen können. So, das letzte Minigame in diesem Part. Dann sind wir auch bei 15 Minuten. Das reicht dann eigentlich auch. Das müssen wir aber gewinnen. Ja, super. Was macht ihr hier? Mann! Das gewinnt sie. Ist denn, ja, Wario kommt durch. Nee. Aber man darf zweimal getroffen und dann hast du schon verkackt, ey. Also sie muss jeden zweimal treffen, hat sie gewonnen. Ich sag bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Mario Party 3.